Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator auf der PS3. So, wir haben unser Feld abgeerntet. Wie ihr seht, hat es irgendwie fast die ganze Nacht gedauert. So, jetzt fahren wir eben den Mähdrescher mal wieder zum Hof, stellen den unter. So, ich hatte ja gesagt, dass ich das Feld zu Ende abernte und das Korn schon wegbringe. Das habe ich noch nicht getan, weil das Weizenlager, hier war auf dem Feld war ja Weizen, das Weizenlager ist ja leer und ich wollte einfach mal wissen, wie viel Ertrag uns denn dieses Stückchen, ja, Stückchen Erde uns denn so bringt. So. Dann wollen wir mal schauen. So, und ich hatte mir überlegt, dass wir uns keinen neuen Mähdrescher holen, sondern zwei neue Geräte, und zwar einen neuen Gruber und eine neue Sämaschine. Weil der Mähdrescher hat ja 3 Meter Spannweite, das hat ja schon ewig gedauert, ja, das Feld abzuernten. Der Gruber hat auch nur 3 Meter und die Sämaschine, die kleine, die wir haben, die ist nur 2. Muss ich mal gucken, 2. Sämaschinen, wo sind sie? Schon vorbei? Ne, Erdmaschinen. Sämaschinen. Da, die kleine hat nur 2,1 Meter. Bis wir dann damit, ja, das Feld fertig haben, dauert ewig 3 Tage. So, was wir jetzt schon mal machen, ist auf den anderen Trecker und wir gucken mal, wie viel wir jetzt im Weizenlager haben. So, das Feld hat uns gebracht 32.506. So, wie viel passt eigentlich hier mein Hänger? Kann man da noch einen anderen dran hängen? Kommt da noch einer dran? Ich weiß gar nicht. Kann man da? Ich kenne das gar nicht. So, in dem Hänger passen rein. Kipper, wo haben wir denn unseren Kipper? Den haben wir gekauft. 29.000, da passt halt nicht alles rein. Aber wir versuchen einfach mal. So. Hier. Den Hänger noch hinter dem da kriegen. Dann fahren wir nämlich mit den Zweien. Wobei wir den Kronanhänger hier gleich sowieso auch verkaufen werden. Weil der einfach zu klein ist. So, abkuppeln. Trecker in die Seite. So. So. Wo haben wir das? Unser Weizenlager. Dann bringen wir das Weizen jetzt erstmal weg. Und dann holen wir uns einen neuen Gruber, einen größeren und eine größere Sämaschine. So, Weizen. Wo kriegen wir denn das meiste Geld? Weizen. Natürlich sinkt gerade der Weizenpreis, aber wir brauchen nun mal das Geld. 1151 zum Bahnhof. So, wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo der Bahnhof war, muss ich nochmal auf meine kleine Karte gucken. War das die F? Güterbahnhof, ja. Dann fahren wir eben zum Güterbahnhof. Jetzt hat er natürlich zu kämpfen, unser Kleiner. Ja, schafft das? Ja, er schafft's. Ne, wir bringen jetzt das Weizen weg. Gucken, wie viel Geld wir dann haben.
weil der eine Gruber kostet, ich glaube, 57.000. Und die eine Seemaschine. Ich würde natürlich ganz gerne die ganz große haben mit 15 Meter. Aber die kostet 155.000. Da reicht unser Geld nicht ganz für. Oder wir nehmen einen Kredit auf. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das schauen wir gleich einfach mal. Wie viel Geld wir jetzt hier zusammenkriegen. Außerdem verkaufen wir den Emsland-Hänger hier und den Eingruber und die kleine Seemaschine. Gibt auch mal ein bisschen Geld. So. Ne? Mal gucken, wie schnell wir sind. So 32 war jetzt auf gerader Strecke. Wie schnell wir sind. Oh, so. Wenn wir leer sind. Ah, gibt schon ein bisschen was. So, auf dem Rückweg wollte ich noch was schauen. Und zwar haben wir hier ein Autokino. Jet Set Farming, The Rise of Harvester 4, Running Out of Theater. So, da fahren wir jetzt einfach mal hoch. Denn wir haben hier ein Autokino. Und ich bin mal gespannt, ob da wirklich ein Film läuft. Oder ob da nichts passiert. So. Da ist die Leinwand. Ja, wäre ja echt geil gewesen, wenn wir hier uns umsonst hätten einen Film angucken können. Na gut. Jetzt fahren wir hier einfach mal wieder runter. Zum Händler. Da können wir nämlich schon den Anhänger abgeben. Und dann schnappen wir uns die kleine Seemaschine und ja, den kleinen Gruber. Bringen das dahin zum Händler. Weil wir kriegen ja mehr Geld für unsere Fahrzeuge, wenn wir die direkt beim Händler verkaufen. Also nicht über das Menü. Sondern wenn wir das Fahrzeug dort vorne in diese gelbe Markierung reinstellen. Das hinkriegen. Die Kamera einmal auch umdrehen. So, abhängen. Zack. Dann lassen wir jetzt kurz da stehen. Zack, zack. Ja, man muss schon ein bisschen Aufwand am Anfang betreiben, bis man die großen Maschinen hat. Wenn man sie aber einmal hat, dann verdient man, glaube ich, recht schnell sein Geld. So. Hoppla. So. Jetzt nehmen wir erstmal beide Gerätschaften mit. Hinten packen wir den Gruber dran. Vorne die Seemaschine.
Können wir vorne jetzt doch. Na. So. Wir verkaufen die ganzen Gerätschaften. Wir haben kaum noch was auf dem Hof stehen. Aber, wie ihr wisst, wollen wir zum Hobbybauer oder vom Hobbybauer zum Großbauer werden. Also verkaufen wir auch dementsprechend unsere Klappermaschinen und Klappertraktoren, um uns die schönen Hightech-Maschinen leisten zu können. Ihr habt es euch ausgesucht, ihr schaut meine Videos. Denn ich habe auf vielen anderen Kanälen geschaut. Die allgemeine Landwirtschaftssimulator 2013 auf PC spielen oder so verkaufen. So, einsteigen. Auf PC oder jetzt mittlerweile auf PS3 und es wird natürlich mal schön verglichen zwischen oder Konsolenversion und PC-Version. So. Okay. Nein. Und natürlich kann man das nicht vergleichen mehr, finde ich. Weil die Konsole, die PS3, schon 6 Jahre, 7 oder 8 Jahre alt ist. So, und die meisten, die ihr PC zu Hause stehen haben, mit denen die das Spiel spielen, achso, jetzt wollte ich euch mal zeigen, so, ne, zum Beispiel eine Sämaschine, wo haben wir sie? Sämaschine, da. Die würde uns, wenn wir die so verkaufen, 3150 bringen, und wenn wir sie hier verkaufen, ja, machen wir erst den Gruber. Kriegen wir 3780, also schon ja 630 Euro mehr verkaufen. So, und wir wollen jetzt kaufen, dafür gehen wir jetzt mal rein. Wir können es aber das Menü machen, aber wir sind ja normale Menschen, also gehen wir auch mal hier rein. So, ich wollte die ist auch nicht. Was die, genau, die 15 Meter, die hätte ich ganz gerne gehabt. Die kostet 55.000. Und da. Den Gruber 57.000. Und wir haben, ja, 155.000. Wir könnten aber auch 60.000 Kredit aufnehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Nehmen wir Kredit auf, nicht? Ja. Komm. Oder nicht? Oder doch? Ich rufe mal Finanzen auf. Ach, wir leihen uns einfach mal ein bisschen Geld. So, 50, 60, 70, ja komm, so. Jetzt sollte es aber reichen. Jetzt machen wir es über das Menü, ich habe da keine Lust wieder reinzurennen. So, wir nehmen mit den großen Gruber und wir kaufen uns... die große Sämaschine. Jetzt haben wir noch 18.000. Die brauchen wir auch. Ui. Das sind echte Klopper. So, einsteigen. Die 18.000 brauchen wir ja auch. Noch für... ja, wenn wir einen Helfer einstellen. Ja, schön. Ich würde sagen, wir haben ein kleines Problem.
So. Ja, wir haben ein kleines Problem. Verfluchte Scheiße. Aber das lösen wir jetzt ganz einfach. Wir geben einfach mal der ganzen Maschine jetzt einen Schubs von hinten. Natürlich mit Anlauf. So. So, jetzt geben wir der Maschine mal einen deftigen Tritt in den Arsch. So, eventuell könnte das jetzt hinhauen. Ja. So, ich hoffe, dass der Publisher Giants das mein Video mal sieht. Dann wissen sie ja, was sie noch mal patchen können. Ui, 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 ui. Ich glaube, wir haben gerade ein deftiges Problem. So, schauen wir die Maschine zum Feld kriegen. Ich glaube, ich muss dann noch. Wir haben ein Gewicht. Hab ich noch? Ich glaube, wir müssen einfach noch eins kaufen. Einfach mal abhängen. So. Hier haben wir ja ein Gewicht dran. Aber ob das reicht, ist eine andere Frage. Wir schauen einfach mal. So, den abhängen. Na komm schon, Gas. Ich glaube, das wird jetzt mal eine ganz lange Folge. Aber ihr seht, dass ich einfach nur ein Hobbybauer bin, der noch ein Profi werden will. Denn ein Profi hätte direkt gewusst, dass dieser kleine Traktor hier das nicht packen wird. Aber was ist das denn jetzt wieder für eine Scheiße hier? Schlechter Scherz, oder? Schön. Also, das Spiel braucht definitiv einen Patch. Na. Könnte es sein, dass der Baum ein Magnet ist? Ja, das Gewicht ist eindeutig zu klein, aber es ist schon mal etwas besser. Irgendwas stimmt mit der ganzen Maschine doch nicht.
So, Gruber senken. So, und wir stellen erstmal einen Helfer ein. So, also schon mal hier grubern. Und wir holen mit dem Traktor die Sämaschine ab. Also heute geht's echt rund hier. Ich glaube, das wird auch eine ultra lange Folge gerade. Ja. Also heute mal eine sehr lange Folge mit sehr vielen Unfällen. Naja. Machen wir jetzt auch gleich erstmal Feierabend. Mache ich nämlich einen Cut. So, was ich jetzt erstmal mache, ist noch. So. Gewicht holen. Gewicht. Ja, holen wir jetzt mal. Ganz großes. Heute klappt aber auch gar nichts. So. So. Befüllen. So. Verankuppeln. Sämaschine befüllen. Naja, ich mache erstmal hier einen Cut, sonst wird das Ganze zu lang. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Dann werden wir die ganze Maschine mal in Action sehen. Und bis dahin lasst euch nicht von den Hühnern ärgern. Tschö.